Leo liest den Brief vorsichtig. Tot? Armer Max! Das ist furchtbar! Er war mein einziger großer Bruder! Leo fällt mit seinem Kopf tief hinab zwischen seinen Schultern und erhebt seine Hand über seine Augen. Dann schaut er dich erneut an. So furchtbar wie es ist, ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht hat. Sie nehmen Softwarepiraterie sehr ernst in dieser Gegend. Softwarepiraterie? Du weißt schon, das Kopieren weicher Waren. Ohne Erlaubnis. Paperback, was heißt denn Paperback? Verdammt. Hardcover-Bücher und sowas. Ich weiß nicht, was Paperback ist. Und sowas. Du hättest den Lynchmob kürzlich nicht sehen dürfen. Wenn einer von ihnen aufgeflogen wäre, ich fühle mich so schuldig. Doch, ich fühle mich so schuldig. I feel sorry for myself. Ach so, vor Simma. Ich bedauere sie. Glaube ich, soll das heißen. Ich bin nicht sicher, ob sie wirklich wussten, was sie taten. Aber ich denke, es ist nie zu spät, sich zu besinnen und deines Weges zu gehen. Ich glaube, das soll es so ungefähr heißen. Also, dass du dich weiterhin Mist baust. Und dich lieber um dich selbst kümmerst, statt anderen, anderen einen Mob auf den Hals zu hetzen. Jetzt können wir noch Sachen fragen, das will ich aber nicht. Ich will tatsächlich in den Endkampf. Danke, Leo. Danke für eure Hilfe, Tetsu. Wenn es nicht für dich wäre, die Abtei würde doch immer von diesem falschen übernommen werden. Und ich würde noch immer in dem Raum verrotten, also in diesem Raum, wo er eingesperrt war. Es war doch der Typ, der eingesperrt war. Okay, aber er kommt mir so klein vor im Vergleich zu uns. Und er sehr groß. Okay. Dann war es das. Wir haben gerade keine Quests offen. Okay, dann definitiv jetzt Morthameth, wo wir ja schon waren und einfach wieder weggegangen sind. So, Paul. Was hat Paul uns zu erzählen? Wir treffen uns erneut, Tetsu. Seid ihr wirklich bereit, mit mir zu kommen? Es wird keine Rückreise geben, sobald wir gestartet sind. Ich bin bereit. Los geht's. Ich muss mich noch etwas vorbereiten. Ja, ich würde auch sagen... Nun gut, es ist das Beste, vorbereitet zu kommen. Ich glaube, dein Plan... Ich denke, unser Plan kann für eine Weile länger warten. Aber bitte beeilt euch. Nein, unter diesen Umständen würde ich tatsächlich sagen... Wir haben 16 Heiltränke, ich dachte, wir hätten 12, aber okay. Unter diesen Umständen würde ich wirklich sagen, dass wir uns aufrüsten, so gut es geht. Also, Robert zum Beispiel hat ja, glaube ich, keine... Was hat Robert? Er hat nur diesen Hammer. Was bedeutet... Was bedeutet, dass ich ihn jetzt... Also, dass ich ihn jetzt anklicken kann, bedeutet, dass ich ihn jetzt lieber sehr gerne einkleide, damit er eine Chance hat. Velvet können wir ja nicht einkleiden, das macht aber nichts. Hier, Leder. Okay. So. Und er kann auch ein Schild haben. Und er kann auch diese blutige Rüstung haben. So, was habe ich denn so? 6, 4, 2, 4 und dieser Pendant, also dieser Anhänger. Und ich habe gar keine Handschuhe. Doch, ich habe Handschuhe 2. Also Armor, also Rüstung 2. Und ich habe Sandalen, Agility plus 5. Und die bringen nur, dass man diese Spuren im Boden hinterlassen kann. Gem of Row, Gem of Search. Die Ballista, nein, die werde ich ihm nicht geben. Das war's tatsächlich.
Ah, ich kann böse Beeren pflanzen. Das will ich aber auch nicht, um ehrlich zu sein. Und ich habe 65 Federn, das ist gut. Und ich glaube, ich habe ihn mit allem ausgerüstet, was ging. Okay. Ich glaube, ich behalte doch mal meinen Hammer, weil die sind gleich stark und ich glaube nicht, dass er den Effekt davon verwenden wird. Auf jeden Fall geht es mir jetzt erstmal darum, mich aufzuladen, also aufzurüsten mit allem, was noch geht. Ich weiß nicht, wie der Kampf wird, der Endkampf, aber wir reden mit. Wo sind die? Wo sind die? Die sind nicht mehr da. Also knattern die gerade oder? Oh, an Tetsu. Lieber Tetsu, wenn du diesen Brief findest, dann mach dir keine Sorgen. Wir wurden nicht von Ixals Truppen mitgenommen. Oder bis jetzt noch nicht. Bruder Paul hat uns gefragt, ob wir mit ihm kommen. Ich weiß nicht, was er plant, aber es klingt sehr geheimnisvoll. Viel Glück an dich, Tetsu. William und Annie, okay? Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Oh, Silberfeder, wieso habe ich die übersehen? Wieso habe ich die übersehen? Wieso habe ich über die. Wieso habe ich die übersehen? Gut, dann gehen wir wieder in die Abtei. Nein, Quatsch, hier ist die Abtei. Und kaufen einfach ein bisschen ein. Oder was sich so ergibt, wir haben über 1000 Gold. Da, Health Potion. Da gibt's was zu essen. Was verkaufst du? Hier. Negative Lily, das ist das, was ich verkauft habe. Hoe of Doom, das haben wir alles hier verkauft. Health Potion. Oh, was ist denn das für ein Ring? Stärke plus 2, Intelligenz minus 1. Nein, 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 nein. Das habe ich, glaube ich, sogar hier verkauft. Kann das sein? Hab ich denn noch irgendwo leere Flaschen? Nein. Aber ich kann den Soldaten durchverkaufen. Für 32 Gold. Ich könnte auch die Federn verkaufen, aber das mache ich lieber nicht. Und das war's schon. Mehr kann ich nicht verkaufen. Macht es denn Sinn? Macht es denn Sinn, leere Flaschen zu kaufen und dann was herzustellen? Hier, was habe ich denn? Empty Potion Flask, Sankey Pearl, Inga Root Oil, Green Salt. Also ich habe keine leeren Flaschen mehr. Rohes Fleisch. Kann nicht gegessen werden, bis es auf offenem Feuer. Nee, 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 nee. Ich verkaufe es einfach mal. So. Wir haben noch 34 Essen. 17 Sankey Pearl. Ich habe doch Sankey Pearls mitgenommen. Hier, so eine Sankey Pearl habe ich, muss ich doch irgendwo haben. Egal. Ich kaufe jetzt erstmal doch 6 Stück sind das. Was, wenn ich alle kaufe, wie sind das? 330, ja. Nehme ich mit. Nicht 22, das ist okay. Mana Potion brauche ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Aber wenn wir Annie und Dings. Ah, ich kann die Bogen verkaufen. Also den Bogen werde ich definitiv nicht brauchen. Den Hammer, den will ich nicht verkaufen, falls wir noch jemanden treffen. Die weiche Leder, die können wir verkaufen. Ich hoffe jetzt nicht, dass Dings kommt. Da, die können wir auch verkaufen, die Samen. Gut, das war's erstmal. 22% Rabatt haben wir bekommen. So, und jetzt aber auf nach Morthameth, wo wir jetzt erstmal speichern. Und zwar diesen Spielstand. Den dritten Mal wieder, weil es ja kein Zurück gibt. Wobei ich mich gerade frage, wenn das ein Gebiet ist.
Eine Perle. Wo sind denn die Perlen? Die sehe ich nie. Wo sind die? Gibt es hier irgendwie eine zweite Seite und ich sehe die nur nicht? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt drauf. Ach, hier sind die ganzen Sachen untergebracht. Ah! Und ich habe das nicht gesehen. Ah, wie lange spiele ich dieses Spiel jetzt schon? Ich crafte so selten, deswegen habe ich das alles nicht gesehen, okay. Jetzt haben wir 33, das sollte reichen. Hätte ich das Zeug gar nicht kaufen müssen, verdammt. So, und hier ist schon. Das soll eigentlich nur kurz zum Treffen von Paul sein. Und dass wir dann weitergehen. Okay, also hier ist sonst nichts. Dann speichere ich nochmal. Was ist der späteste Spielstand? 974 in der Mitte. Dann reden wir mit Paul. So, ich bin bereit. Los geht's. Exzellent! Das Timing hätte nicht besser sein können. Nach einer langen Reise werdet ihr vom... trefft ihr auf den erleuchteten Mönch Paul, den Bibliothekaren. Er führt dich durch die nahen Büsche zu einer Lichtung, wo ein großer, schwarzer, dunkler Würfel steht. Du hast noch nie so etwas wie das gesehen in Driftmoon. Und aus irgendeinem Grund sendet es etwas aus, was dir den Rücken was dir kalt den Rücken runterläuft. Es fühlt sich wie etwas an, was komplett von einem anderen Ort stammen könnte. Vielleicht sogar extra driftmoonianisch. Als Robert gerade seinen Mund öffnen will, gibt ihm Paul ein Signal, still zu sein. Ängstlich behält er seine Umgebung im Blick. Als ob er auf etwas warten würde. Ohne ein Wort zu reden, führt Paul deine Gruppe näher an das große schwarze Objekt, welches aus einem Material gefertigt wurde, an das du dich nicht erinnern kannst. Fluoreszierende grüne Linien rennen durch jede Seite des sonstigen dunklen Würfels. Und als du herankommst, erscheint die anscheinend äußere. Hä? The Seamless Exterior? Und als du an das unscheinbare Äußere herantrittst, öffnet sich auf einmal eine Tür. An ihrer Seite mit einem deutlich zu hörenden Swoosh-Sound, also wie in den Türen bei Star Trek in der Serie. Paul führt deine Gruppe genau durch diesen kleinen Eingang. Ich glaube, das darzustellen hätte zu viel beansprucht. Es ist nun sicher zu reden. Die Wände sind komplett schalldicht. Dank der Schöpferin, dass du hier bist, Tetsu. Fiegel sah, wie du die Kreuzung zu Mos Sameth erreicht hast. Und ich musste mich wirklich beeilen, um dich vor Ixals Truppen erspähen zu können. Paul gestikuliert um sich herum. Was denkst du? Es war wirklich ein Aufwand, diesen Morse Cube, also diesen Morse Würfel, haben die was zu tun, Morse Summit und Morse Cube, aufzutreiben. Aber mit der Hilfe einer kleinen Gruppe von Rakan-Rebellen haben wir es letzten Endes geschafft. Aber wieso mussten wir in dieses gruselige Ding hinein? Sind wir nicht... Wird von uns nicht erwartet, dass wir in die uneinnehmbare Festung Mos Sameth gehen? Das ist richtig, Tetsu. Und das ist, wo wir gehen. Nach Mos Sameth. Paul schaut
etwas zufrieden mit sich selbst. Siehst du, dieser Morse-Würfel wird uns die Möglichkeit verschaffen, durch die unglücklichen Tore von Morphames unbemerkt hindurchzukommen. Es ist eine Art unfertige Kriegsmaschine, die Ixal baut. Sie transportieren es im Inneren der Festung und wir nehmen uns dessen als Mitfahrgelegenheit an. Ah, also quasi wie das trojanische Pferd, dass wir in diese Festung rein wollen. Wir stellen quasi was hin, eben diesen Würfel, und die sagen, oh, was für ein toller Würfel, den nehmen wir natürlich sofort rein, obwohl er total auffällig aussieht und nicht, als ob er von dieser Welt wäre und wir nicht wissen, woher kommt. Das klingt alles logisch. Das ist eben keine Welt, wo Troja existiert hat. Werden sie nicht die Leute im Inneren des Würfels bemerken? Du hast erwähnt, du hast eine Hilfe von Rakan-Rebellen erhalten. Wer sind sie? Nein, wir fragen, warum sie uns nicht bemerken werden. Nicht solange wir die Türen geschlossen halten. Sie würden es nicht wagen, Ixals angepriesene Kriegsmaschine zu untersuchen. Unsere Rakan-Freunde haben es gerade geschafft, die to persuade jemanden überraschen, jemanden. Sie haben, ich übersetze das mal so, unsere Rakan-Freunde haben es gerade so noch geschafft, dafür zu sorgen, dass die Soldaten, die diesen Morse-Würfel transportieren, eine kleine Pause bekommen haben. Ich hoffe nur, sie bleiben lange genug außerhalb unseres Weges. Also, ich kaufe dem das nicht ab. Ich kaufe dem das nicht ab. Also, ist das überhaupt noch Paul? Ist das nicht wieder so ein Formwandler oder sowas? Weil das ist eine Kriegsmaschine, die Ixa gebaut hat. Und da drin ist ein hohler Raum. Und da drin kann sich jemand verstecken. Und warum ist das gerade in exakt diesem Moment hier und fertig? Und ich weiß nicht, das ergibt alles keinen Sinn. Okay, wir fragen jetzt nach den Rakan-Rebellen. Wie du sicher bemerkt hast, haben die meisten der Rakan Ixa unterstützt, dieses mörderische Monster. Aber es gibt auch einige wenige unter ihnen, die sich dem neuen, gewaltsamen Regime entgegensetzen. Die Rakan waren nicht immer so wie jetzt, mörderisch und machthungrig. Die Rebellen glauben nicht an Ixals Lügen. Und darüber, dass er den Rakan ein Leben voller unendlicher Glücklichkeit und Reichtümer bescheren kann. Das ist das, womit Ixal die neuen Rakan-Herrscher auf seine Seite gezogen hat. Was werden wir tun, sobald der Würfel in das Innere der Festung von Mos Hamet gebracht wurde? Paul lehnt sich vor. Sobald der Morse-Würfel sicher innerhalb der Festung ist, werden wir herausstürmen, um zu kämpfen. Ich werde eine Ablenkung schaffen, um die Wachen aus dem Inneren der Festung herauszulocken. Es gibt eine Passage, die es einfach ist zu verteidigen. Und wir können das für Stunden tun, wenn wir müssen. Unter dem Schutzmantel der Ablenkung werden du und Robert die Möglichkeit haben, ins Innere zu gehen. Nun erinnere dich. Dein Hauptziel sollte es sein, einen Weg zu finden, die Juwelen von ihrem bösen Teint zu säubern. Niemand als dein Vater wüsste einen Weg, wie das zu schaffen wäre.